Und Rapp trifft zum 4:3. Dann ist die Partie aber zu Ende. Der FC Vaduz steigt zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte in die Raiffeisen Superliga auf. Noch Heinz Hermann und Giorgio Contini. Schafft das jetzt auch Mario Frick als Trainer? Selbstverständlich auch zur Freude des Präsidenten Patrick Burgmeier. Und die Mannschaft geht geschlossen zum Chefcoach. Würde ich gerne sehen im Bild. Hier, alle bedanken Sie sich bei Mario Frick, der offensichtlich, und das weiß man auch, einen sehr großen Rückhalt genießt bei allen Spielern. Ganz anders natürlich die Gemütslage beim FC Thun, der nach 10 Jahren in der Raiffeisen Super League in die Bragg.ch Challenge League absteigt.